Du hast mir nichts davon gesagt, dass ihr zusammen weggeht. Wenn man in deinem Alter mit einem jungen Mann wegfährt, ist das schon von Bedeutung. Einen besseren Ort findest du auf diesem Frachter nicht. Darf ich vorstellen? Kapitän Petrucic, NKVD-Ermittler. Er hat im Fall meines Vaters ermittelt. Wir reisen dann wohl gemeinsam. Und was machen Ihre Kameraden, ha? Wir können nicht alle an Bord lassen, die mitfahren wollen. Der Frachter wird mit so vielen Menschen einfach versinken. Das ist ein Konzertflügel. Sie sollten doch eigentlich wissen, dass der große Komponist... Auch wenn es Leopold Stoi war. Er hat ein Gewicht von ungefähr einer Tonne. Schneiden Sie die Seile durch und dann zur Hölle damit. Die Evakuierung, dass wir keine andere Möglichkeit haben, dafür haben Sie mein vollstes Verständnis. Aber es geht hier verdammt nochmal um Menschenleben. Mein Sohn wird auch auf diesem Schiff mitfahren. Ich persönlich übernehme die Verantwortung. Es ist unsere Pflicht, Leningrad zu retten, und wir müssen einen Weg finden. Der Feind ist dort, verstanden? Leningrad braucht einen Fluchtweg. Deshalb müssen wir den Feind zurückdrängen. Wir werden den Auftrag erfüllen oder sterben. Wussten Sie, dass Ihr Vater ein deutscher Spion war? Ein Verräter? Ein Vaterlandsverräter? Wussten Sie das nicht? Dieser Mann hat bisher schon alles rausgefunden. Die meteorologischen Beobachter sagen, es wird in diesem Abschnitt Wellen geben. Wenig Wolkendeckung und bögen Wind. Das wird in Sturmstärke 9. Wird sie niemand retten.